Move Electric wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr wisst ja, unser Model Y, das haben wir seit 6 Monaten. Und wo wir das gekauft haben, da habe ich damals den Akku ausgelesen und dort die Werte mit Scan My Tesla aufgenommen. Und jetzt sind 6 Monate vorbei, fast auf den Tag genau. Und wir haben 10.000 Kilometer drauf auf dem Tacho. Und jetzt will ich mal gucken, wie sich die Werte von meinem Akku hier beim Model Y verändert haben. Und dazu werde ich nochmal Scan My Tesla nehmen und die Werte heute nochmal auslesen. Das wird wahrscheinlich ziemlich interessant. Hat sich da was verändert? Keine Ahnung, wir werden es feststellen. Also bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. So, hier haben wir also den Tab Battery bei Scan My Tesla und dort habe ich mir quasi alle Werte konfiguriert, die ich fürs Auslesen der Batterie so brauche. Mich interessiert vor allem das Nominal Full Pack. Das ist nämlich jetzt, wenn ich mal hochscrolle hier, bei 73,9. Das ist ziemlich faszinierend, denn vor 6 Monaten, da war es bei 73,1. Das heißt, wir haben in 6 Monaten durch das Laden und Entladen des Akkus quasi die maximal mögliche Ladekapazität des Akkus hochkalibriert um 0,8 Kilowattstunden. Der Energy Buffer ist gleich geblieben, 3,3 Kilowattstunden. Full Pack Over New ist auch gleich geblieben, 74,5 Kilowattstunden. Und ganz unten, Full Rated Range, steht jetzt bei 498 Kilometer. Das ist auch interessant, aber ist eigentlich logisch, ist auch gestiegen. Denn vor 6 Monaten stand es bei 492 Kilometer. Es sind also 6 Kilometer dazugekommen. Klar, der Akku hat ja jetzt auch mehr Kapazität, die ich entnehmen kann. Was auch noch sehr interessant ist, das sind die Charge Cycles hier. Denn die stehen jetzt nach 10.000 Kilometern auf 36,7. Das heißt, nach 10.000 Kilometern habe ich 36,7 Mal den Akku im Prinzip, also rechnerisch, von 0 bis 100% vollgeladen. So, und wenn wir jetzt mal überlegen, so ein Akku-Pack, was heutzutage in so Elektroautos eingebaut wird, da sagt man ja, das überlebt oder das hat eine Haltbarkeit von mindestens 1000 bis 1500 Ladezyklen, bevor die Kapazität unter 80% sinkt und der Akku dann wahrscheinlich zu wenig Kapazität hat, dass es sich noch lohnt, den im Elektroauto weiter zu betreiben. Ja, und ich habe jetzt nach 10.000 Kilometer gerade mal, sagen wir mal, 36 Zyklen. Das heißt, nach 100.000 Kilometern hätte ich 360 Zyklen. Nach rund 300.000 Kilometern hätte ich dann 1.000 Zyklen. Und nach rund 450.000 Kilometern hätte ich 1.500 Zyklen. Das heißt, mit den 1.500 Ladezyklen der maximalen Lebensdauer von so einem Akku kann ich hier 450.000 Kilometer fahren. Und ich wage mal die Voraussage, dass das Auto drumherum vermutlich nicht so lange hält wie der Akku. Also das finde ich ziemlich interessant und das kann euch vielleicht auch ein bisschen die Sorge nehmen, dass so ein Akku möglicherweise gar nicht so lange hält. Also ich würde mal sagen, die großen Akkus, die jetzt in diesen Elektroautos stecken, ganz ehrlich, also die halten in der Regel länger als das Blech. Und ja, das beruhigt mich doch auch ein bisschen ungemein. Ich hätte jetzt tatsächlich auch gedacht, nach 10.000 Kilometern hat man schon mehr Ladezyklen drauf. Und das, obwohl ich nämlich schon insgesamt 2715 Kilowattstunden geladen habe. Ist ja auch eine verdammte Menge. Das sind aber eigentlich nur bei dem großen Akku 36 Ladezyklen. Was auch noch interessant ist hier bei DC Charge und AC Charge Total, da steht halt zum Beispiel, dass ich 1453 Kilowattstunden AC geladen habe, also Wechselstrom, und 896 DC, also am Schnelllader. Ja, ich war mit dem Wagen auch öfter auf Langstrecke unterwegs und da lade ich natürlich auch am Schnelllader. Aber das Verhältnis ist im Prinzip 2 zu 1. Das ist noch ein ganz gutes Verhältnis. Man sagt ja immer, zu viel Schnellladungen würden den Akku auch stressen. Aber Verhältnis 2 zu 1 ist noch völlig okay.
Faszinierend finde ich, dass ich 366 Kilowattstunden insgesamt schon rekuperiert habe. Und das sind nämlich 19,7% der gesamten Wechselstromladung. Von den rund 1500 Kilowattstunden habe ich 19% alleine durch Rekuperation wieder in den Akku gebracht. Und das sind im Prinzip, ja, 366 Kilowattstunden sind 5 Akkuladungen, die ich voll rekuperiert habe, nur durch Energierückgewinnung. Ja, nach 6 Monaten ist mein Akku also tipptopp in Schuss. Die Kapazität ist, wie gesagt, sogar gestiegen und die Reichweite ist gestiegen. Die Ladezyklen, die ich brauche, sind echt verschwindend gering scheinbar. Und ja, das ist eine gute Nachricht und ich glaube, ich werde noch viel Freude an diesem Auto haben. Und es wird mit Sicherheit noch lange, lange halten. Und das fand ich eine interessante Info, wollte ich euch nicht vorenthalten. Und wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Würde mich sehr freuen. Dann bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao.